Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge At Dead of Night. Und ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich hin muss. Deswegen gucke ich mal in den Spiegel. In die Spiegel. Spiegel, Spiegel. Dr. Bose und Harvey, die Geschichten muss ich noch fertig machen. Das weiß ich. 216 und zu den Puppen. Und dann muss ich okay. okay. Ich gehe nach links. Das heißt, ich habe den darüber da. Hä? Hä? Wozu? Ich müsste vielleicht mal auf den Pfeil gucken, wo der mich hinlotst. So ein Schmodder. Das heißt, rechts rüber. Jetzt da lang. Ist das hier der Raum? Da lang. Ah, ja. So, hier lang. Und da ist die 216. Was? You can't get away from me that easily, Jimmy. I think we should start again, don't you? Why don't you do what I ask you to do this time? That would be a good start, wouldn't it? Holy moly. Habe ich die... Wo sind die Schlüssel? Nee, habe ich nicht. Hä? Was ist das für ein komisches Geräusch? So... Is it Dr. Bose? Yes, I'm Dr. Bose. Okay, so. I saw you sitting on a bed talking to Jimmy. What were you doing? Mm-hmm. I thought when he realized he'd been caught lying, he'd start to engage with me and do what I asked. Mm-hmm. Instead, he just made up another lie. Only this one was much worse. The worst. Ah, Moment.
Das? Das? You said Jimmy made up another lie about you. A much worse lie. Does that have something to do with what you said about the scrapbook? Jimmy accused me of the worst crime possible. He took it from a newspaper story he'd read. He was making it all up. Okay. Das muss ich in. Hallo? Ja, hallo. Geht das heute noch? Passiert noch was? Da muss ich von der anderen Seite gucken. Ja, hallo. Bitte. Ich habe keine Wahl. Ich habe keine Wahl. So. 216 habe ich abgegrast. Mann. Okay, ich muss in G. G? Ach, und dann kommt das erst oder was? Oh, erst ins Erdgeschoss und dann hier hoch. Aber wo ist Jimmy? Okay, hört sich an, als wäre er sehr weit weg. Ja! Hallo. Is it Harvey? Okay. Yes. I saw you being shot in the leg with an arrow. What happened? Jimmy had set it up to fire when I opened the door. I had to go into A&D, get stitches and tetanus shots. When I got back, I couldn't find him. Rose said he was hiding in the basement. That gave me an idea. What are those rusty old keys for? They were the old boiler room door. Also das und das. When you said you thought Jimmy would like hiding in the basement, does that have something to do with those rusty keys?
Well, if Jimmy wanted to hide down there, I thought he must like it. Oh mein Gott. Kalt. Kein Schimmer. Ob das jetzt der richtige Weg ist? Na, scheinbar nicht. Komm! Ich will runter. Ach du Heilige, ich bin gerade noch mal so entkommen. Ja! Jamal! Und für Dr. Boos muss ich ins Erdgeschoss. Jetzt vielleicht? Hä? Oh mein Gott! You can stay in there for the night, Jimmy. I'm heading north. Okay. Hallo. Okay. Is someone there? Gleich hier? Is someone there? Me? Is someone there? Okay. Nö. Ich will ins Erdgeschoss. Oh. Oh mein Gott. Zwei Geschichten parallel ist verwirrend. Is it Dr. Boos? I'm Dr. Boos. Okay, Dr. Boos. I saw you upset and heard the police banging on the door. What was going on? Rose reported me. I knew they'd strike me off. I had no career, no future. I decided to take control once and for all. Aber wie? Sagen wir. Who does the gun belong to? Vielleicht mit der Pistole? Harvey owned it. I didn't like it being in the hotel. Und das hat mit
dem nichts zu tun. When you said you decided to take control once and for all, does that have something to do with what you said about the gun? Maybe. Okay, Moment. Das? Und das? When you said you decided to take control once and for all, does that have anything to do with what you said about the washing line and rolling pin? I experimented with the washing line, but it was too thin. I found some rope instead. I still had my keys to the hotel, so I crept in one night while I was on bail. Oh, nee. Oh, no. Er hat ja hoffentlich jetzt nicht das gemacht, was ich denke. Oh mein Gott, no, please, no. Nee, oder? Er sagt, er hat die Kontrolle übernommen. Nee, oder? Nee, oder? Wow. Wow. Aber was für Spielchen treibt der Jimmy, dass die Leute sich umbringen? Is it Dr. Bose? Yes, I'm Dr. Bose. I saw you tying a rope around your neck. You killed yourself. Why? I'd had enough. There was no going back. My life was over anyway. Du Schande, nein. Wie verzweifelt müssen Menschen sein? Was ist das denn jetzt? Okay, du hast Dr. Bowes Geschichte vervollständigt. Oh, no, no, no. Ich gehe mal in die Küche. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. So, mein Lieblingsraum, wo ich in aller Seelenruhe in den Spiegel gucken kann. Okay. So, ich würde sagen, den Theatersaal und die 214 machen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao, ciao.